Wer sein Handwerk versteht, der braucht wenig Geld und kocht trotzdem gut. Das wusste sogar Molière. Hertha von der Waldhäuselalm im Rohrmoser Untertal weiß das schon lange und zaubert uns aus den einfachsten Zutaten eine Krapfenmahlzeit, die Herz und Gaumen erfreuen. Na, ich bin die Hertha von Waldhäuselalm, da oder die Oma herin. Und jetzt soll ich denke, deine Krapfen machen. Ich mache es so, wie wir es alle gemacht haben. Ich mache keine Rucker und von einem Warzenmehl. Ganz, ganz einfach. Ein wenig weißes Mehl und ein Salz. Ja, ein Adel tun wir auch rein, weil heute Fernsehen da ist, ist da die Mente keins rein. Und gehen lassen muss ich es halt nachher. Weil sie sollten ja ein bisschen gut werden. Und dass man nicht hescht wird, muss ich nachher halt ein bisschen schleunig umeinander tun. Weil das ist auch wie ein Problem bei den Rockern, auch bei den Warzenkrupfen. Dass man hescht wird. Aber das werden wir gleich haben. Aber ich mag es jetzt mal ein bisschen anders werden. Die haben wir halt, wenn sie ganz was Schleiniges machen müssen, haben wir halt ein bisschen Warzen gekropft und in Herest noch ein Dienstgrad meistens in Herest, weil das Sauerkraut ist auch noch nicht gewesen. Und dahinter haben wir eh kein Gemüse gehabt in Gastel, das ist auch erst gewesen, weil wir von Gastel, von Grabkosten was gehabt haben. Nachher, ein paar beieinander ist der Tag. Dann muss er schon ein bisschen rosten, weil er die Sache anziehen muss. Ja, weil wir einen Guster haben, da also unsere Leute haben gleich wieder mal einen Guster, dann sagt Sigrid oder Dilse oder die Männerleute vor allem, wieso habt ihr nie keine Krapfen? Und dann macht man halt geschwind rein, weil da braucht man nicht umeinander waschen und sind gleich beieinander und da isst sie nicht gehen. Und, und wer kommt jemand dann mal jetzt mit der Vertreter oder Arbeiter, die haben es alle weggehen. So ein bisschen Dienstgrad und Eierstäpfe dazu und Krapfen. Machst genauso einen Steirerkreis rein. Für die Kinder mache ich halt dann gerne Kompott dazu, dass die essen dann die Krapfen mit dem Kompott dazu. Das ist alles kein Problem nicht. Das ist so ein neutraler Tag, weil wirklich lauter Mehl und Milch und Butter und Salz ist. Machst alles da. Ich habe schon gesehen, dass sie es den nächsten Tag, weil sie es nicht aufgegessen haben, ein bisschen eine Pizza draus gemacht haben und zusammengeholt haben, kann sie genauso gut essen, weil das ist halt heute so. Nein, der Rock am Tag ist eigentlich für unsere Gegend da herum nicht so. Das muss leicht sein. Wir müssen die probieren, ich kann es nicht gescheit. Wir haben das aber gemacht. Wir haben die Warzen, die guten Krapfen gemacht, die Germkrapfen und da ist ja kein Germ und gar nichts drin. Ja, und jetzt lässt man rosten. Sein du es euch ist, als wie ein Strudeltag. Braucht ein bisschen Ruhezeit, da hat man rausgebrochen. Und da ist heutzutage auch das Nylon, das kommt und ein bisschen Tiere drüber. Und jetzt mag er eine halbe Stunde rosten. Und dann tun wir weiter. Dann fangen wir an, so einen austreiben und so einen rausgebrochen. Weil ich meine, dass die Leute schon einen Hunger haben. Mal schön dien austreiben, dass sie besser sind. Und dabei wirst du das Kraut auch schon fertig. Und ein bisschen Salz auch dazu. Und dann haben wir ein perfektes Mittagessen. Und wie der Tag wird, ob der jetzt eckert oder rund wird, ist ganz wurscht. Alle werden die Kinder nachhaben, dass wenn irgendwas passiert, dass ja nicht der Feuer dazu kommt. Ich habe, wenn ich einen Schwarzteigel habe, ein heißes Schwarz habe, immer einen Deckel Ich sitze da jetzt in einer ganz liebenswerten Runde
einen wunderschönen Ort in der Waldhäuselalm. Wir haben da außergewöhnliches Essen. Ilse, die Waldhäuselalm ist zu jeder Jahreszeit schön. Nicht nur die Waldhäuselalm ist schön, es ist das Inntal schön, es ist einfach ein schönes Tal. Wir sind jetzt seit 25 Jahren, wo wir fast täglich reinfahren. Und ich denke mir, jedes Mal wieder da rein, beim Detta rein, der Blick und da rein zum Klopferkessel, es ist immer wieder anders, wieder hat es einen anderen Reiz und es ist echt, also wir freuen uns einfach und über Einheimische, über Fremde und immer, es läuft ganz gut und wir sind dahinter, wir haben liebe Leute da zum Arbeiten und es ist ein Familienbetrieb einfach.